Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Unser Eindruck ist, dass für uns die Freiheit etwas so Selbstverständliches geworden ist, dass wir gar nicht mehr beachten, dass wir sie auch verlieren könnten. Und zwar nicht in der großen Frage, dass eine erneute Diktatur vor der Tür stünde, sondern in der Frage, ob wir als Gesellschaft, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft willens sind, uns über die Grundlagen unserer Freiheit klar zu sein und sie auch argumentativ zu verteidigen. Ich begrüße und bedanke mich zugleich bei Ihnen, dass Sie erschienen sind, den im Dezember gewählten neuen Bundesvorsitzenden der FDP, Dr. Christian Lindner. Herzlich willkommen hier in Potsdam. Und ich freue mich sehr, es gibt ja immer so Anmutungen, Herr Riester, wir sind uns auf Entfernungen, als Sie noch im Amt waren, im Deutschen Bundestag immer begegnet. Ich freue mich, dass Sie zugesagt haben und begrüße Sie ebenso herzlich. Herzlich willkommen. Und ich bedanke mich schon jetzt für die Moderation bei Jörg Thaddäus. Das war schon zur Einleitung. Jetzt spricht der Mann, der hier in Schriftform Ihnen nochmal vorgestellt wird. Christian Lindner. Die Veranstaltungen, die Wolfgang, Gerhard und ich in den letzten Tagen absolviert haben, zeigen überall dasselbe Bild. Volle Seele, interessierte Bürgerinnen und Bürger, die wissen wollen, wie geht es weiter bei den Liberalen, die uns auch dabei begleiten wollen, wie wir den politischen Liberalismus in dieser Zeit neu vermessen. Die Aufgabe nun ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, diesem liberalen Lebensgefühl auch wieder eine Verkörperung in der liberalen Partei zu geben. Und dieser Aufgabe stellen wir uns. Ich erinnere mich, dass ich im November des vergangenen Jahres reden durfte vor dem Arbeitgebertag. Ich war noch nur Kandidat für den Bundesvorsitz der FDP und beim Reinkommen begegnete mir ein freundlicher Gentleman, der mich dann am Oberarm fasste und sagte, Herr Lindner, wenn Sie denn jetzt im Dezember zum Vorsitzenden der FDP gewählt werden, wird die FDP denn dann marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Das war die Frage. Marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Und ich erzähle das deshalb nicht, um jetzt länger über den politischen Kurs der FDP zu berichten, sondern weil die Frage selbst schon ein grundlegendes und grassierendes Missverständnis über den Charakter unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung enthält. Für die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft nämlich, für Ludwig Erhard, erst recht auch nicht für Walter Eucken oder Wilhelm Röpke, für die war das kein Gegensatz marktwirtschaftlich und oder sozial. Die Marktwirtschaft ist per se sozial, weil sie durch das funktionierende Wettbewerbsprinzip, bewacht etwa durch das Kartellamt, die Macht einzelner Spieler bricht und gleichzeitig Neueinsteigern immer neue Chancen eröffnet. Und gerade in Zeiten einer großen Koalition muss man hinzufügen, die Marktwirtschaft ist per se sozial dadurch, dass sie überhaupt erst die Mittel bereitstellt, die danach Politiker mit großer sozialer Geste verteilen wollen. Denn alles, was Politiker verteilen, muss vorher hart auf den Märkten erwirtschaftet werden. Die katholischen Bischöfe haben vor einiger Zeit in einem bemerkenswerten Sozialwort geschrieben, ich zitiere das, ein gewisses Maß an Ungleichheit in einer Gesellschaft ist naturnotwendig, denn es ergibt sich aus der Einzigartigkeit der Person. Das müsste und was ein Tusch, ja. Das war von ganz oben jetzt. Ja. Ja. Kaum zitiert ein Liberaler die katholischen Bischöfe, ja, gibt es auch schon Intervention. Ja. Herr Riester,
Sie haben ja das große Privileg, dass eine Rente nach Ihnen heißt. Also viele Menschen, die in die Forschung gehen, träumen davon. Hoffentlich wird man dann wenigstens eine Bakterie nach mir benannt. Bei Ihnen ist etwas Schönes wie die Rente nach Ihnen benannt. Jetzt hat allerdings das, was Herr Lindner gerade schon angesprochen hat, jetzt kann es aber sein, dass Leute bald von der Nahles-Rente sprechen, weil Frau Nahles ja richtig rangeht, also Rente mit 63. Und ich glaube, wie viel Milliarden sind es noch bis zum Jahr 2030? 160, glaube ich, die dafür aufgebracht werden müssen. Ich glaube, Sie sind nicht ganz damit einverstanden. Warum nicht? Also sicherlich nicht deswegen, weil ich Angst hätte, hier wird eine Rente umbenannt. Der Gedanke kam mir noch gar nie. Warum nicht? Weil für mich in dem Komplex Rente insbesondere Reformen eigentlich immer die Zukunftsgestaltung ist, war und ist. Ich enorme Herausforderungen eigentlich sehe und die Entscheidungen, die jetzt zurzeit getroffen werden, die Zukunft außerordentlich erschweren werden. Der Weg unterscheidet sich, Herr Thaddäus, das glaube ich, zwischen uns und zwischen der sozialen Politik, die andere Parteien machen. Da ist sehr schnell der Versuch, da an Symptomen zu arbeiten. Also beispielsweise durch den Eingriff. Herr Riester, wir sind völlig klar, der Staat muss Regeln setzen. Die Frage ist nur, hat man im Prinzip Vorrang für Eigeninitiative und Eigenverantwortung oder beäugt man das zunächst einmal misstrauisch und will eingreifen? Und wir setzen beim Individuum an, Herr Thaddäus. Wir investieren in den Einzelnen und seine Qualifikation. Und ich mache das am Beispiel deutlich eines 21-Jährigen, der in Bautzen auf Arbeitsplatzsuche ist, der vielleicht jetzt geringfügig beschäftigt ist, noch nicht mit seinem Einkommen zufrieden sein kann, der aber möglicherweise auch keinerlei Schul- und Berufsabschluss hat. Und wie hilft man ihm jetzt besser? Hilft man ihm dadurch, dass man sagt, es gibt jetzt einen tariflichen Mindestlohn für dich von 8,50 Euro? Oder hilft man ihm, indem man in seine Qualifikation investiert, dass er auch einen höher bezahlten, besseren Arbeitsplatz bekommt? Möglicherweise gibt es auch Wege dazwischen, zwischen diesen beiden Polen. Meine Befürchtung ist, wenn man nicht an den Kern des Problems rangeht, bei den Menschen, die sehr wenig verdienen, gerade den jungen Menschen, das ist die individuelle Qualifikation, die das Problem ist dort an vielen Stellen, dann werden eher Hürden aufgebaut und dann hat man zwar wunderbare, wärmende, gefühlige soziale Rhetorik gemacht, aber die sozialen Ergebnisse in der Gesellschaft können dann nicht überzeugen. Und wenn Sie es mir nicht glauben, nachdem ich eben die katholischen Bischöfe zitiert habe, vor der Bundestagswahl war das Thema Mindestlohn ja eine Frage, die außerordentlich scharfkantig diskutiert worden ist. Und nach der Bundestagswahl meldet sich die Caritas zu Wort. Und die Caritas sagt, als Träger von Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit, wir warnen vor einem einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, weil wir befürchten, dass viele von denen, die in unseren Maßnahmen sind, dann keinen Einstieg in den Arbeitsmarkt bekommen. Und das macht möglicherweise einen Unterschied zwischen uns und anderen aus, die individuelle Betrachtung und die Orientierung an sozialen Ergebnissen und nicht nur an sozialen Absichten. Herr Lindner, das ist jetzt ein sehr schöner Einstieg, wo wir in den Dialog kommen können. Ich möchte jetzt im Kontext dessen, was ich vorhin gesagt habe, Ihnen aufzeigen, wo sich bei mir die Einsicht mit Mindestlohn verändert hat. Vielleicht, wenn Sie meine Biografie ein bisschen kennen, meine gewerkschaftlich war eigentlich immer der Tarifpolitiker bei der IG Metall. Und schon damals stand natürlich die Frage an, gesetzlicher Mindestlohn, Frankreich hatte immer den SMIC als gesetzlichen Mindestlohn, andere Länder hatten das auch und ich war grundsätzlich dagegen. Und ich war grundsätzlich jemand, der die deutsche Regelung, die im Übrigen schon vor der deutschen Verfassung im Tarifvertragsgesetz gemacht worden ist, dass ausschließlich Gewerkschaften und Betriebe oder Arbeitgeberverbände das Recht haben, Tarifverträge festzulegen. Dann kam die deutsche Verfassung noch, Artikel 9 Absatz 3, Koalitionsfreiheit, und ich habe das verteidigt. Und zwar mit innerer Überzeugung, nicht weil es im Gesetz stand. Und ich habe dann zunehmend gemerkt, dass für Tariffreiheit zwingend ist, starke Tarifvertragsparteien zu haben. Und wenn die nicht da sind, und wir haben die zunehmend eine Schwächung, dass viele Betriebe nicht mehr tarifgebunden sind, dass wir in weiten Teilen Deutschlands stärker in Ost- wie in Westdeutschland, gar keine tariflichen Regelungen haben,
dann bricht die Tarifautonomie durch diese Entwicklung. Und auf einmal habe ich gesehen, wie sich der Markt, jetzt kommen wir wieder an den Punkten, dann selbst durchgefressen hat mit Löhnen, die eben nicht mehr existenzsichernd waren. Wo ich Ihre Auffassung teile, Herr Lindner, ist, dass im Grundsatz die Investition in Bildung eine der zentralen Voraussetzungen ist. Vielen Dank, dass Sie Ihren Samstagnachmittag hergeschenkt haben. Ich hoffe, Sie haben noch alle zusammen jeder für sich ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich aber ganz besonders, dass die beiden Herren uns heute hier so ausführlich Antwort gegeben haben. Vielen Dank, Walter Riester. Vielen Dank, Christian Lindner. Dankeschön, meine Damen und Herren. Gut nach Hause. Wieder.